Herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli, das bin ich. Ich zeige heute noch was zum Thema Standrohr setzen. Da gab es ein paar Nachfragen, darauf wollte ich jetzt mal eingehen. Bevor wir jetzt hier den Unterflöhedrand öffnen, schauen wir nochmal aufs Hinweisschild, wo sich der Unterflöhedrand befindet. Ihr seht, es ist das Rote, nicht das Blaue. Okay, da gehen wir jetzt mal hin. Wie wir hier jetzt erkennen können, haben wir einen Hydranten mit einer 100er Leitung im Boden. Das ist entscheidend für die Wasserannahme später. Ist 7,5 Meter auf uns zu und dann 3,1 Meter in diese Richtung. Wir werden das jetzt mal abschreiten. So große Entfernungen sind super, um das Schrittmaß zu trainieren. Hat man ungefähr die Meterschritte drauf. Okay, wir fangen an. Okay, ich schreite das jetzt mal gemeinsam mit euch ab. Los geht's. Sauber hingestellt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Einmal nach rechts gedreht und 3,1 in die andere Richtung. 1, 2, 3,1. Passt. So, ein paar von euch haben gefragt, wofür ist dieser Haken? Das will ich euch kurz zeigen. Stellt euch vor, der Deckel wurde länger nicht geöffnet. Ihr kriegt ihn nicht auf. Trick Nummer 1 ist, also ihr habt natürlich versucht, zu öffnen, kriegt ihn nicht hoch. Durch leichte Schläge mit dem Schlüssel ringsherum kann man das Angerostete eventuell lösen. Okay, man sieht, er fängt an zu wackeln. Geht das dann immer noch schwer? Nehmen wir diesen tollen Haken. Das wird ihm als Hebel eingesetzt. Wir haken ihn unten ein. Natürlich ist er direkt drin. Hier ist nichts vorbereitet, ist Realität. Ihr hakt den Deckel ein und könnt jetzt natürlich nicht hier vorne anfassen, sondern hier hinten Hebel nutzen. Upsa, er ist auf. Okay, das ist ein schöner Hebel. Dank der Physik kriegen wir schwergängige Deckel mit diesem Haken auf. Entweder macht man gleich ganz mit dem Haken raus oder man macht jetzt einen Unterflöhedrandenschlüssel, nutzt man und kann ihn rausnehmen, okay? Das Erste. Wir haben bei uns noch einen Spezialschlüssel, den zeige ich euch jetzt. Also, so sieht das aus. Könnt ihr erkennen? Ich bin mir nicht sicher, ob es den so überhaupt gibt. Ich glaube, das ist ein Eigenbau. Wir nennen ihn Deckelheber, fachmännisch. Oder einfach nur, von mir aus könnt ihr noch Fluxkompensator nennen. Jedenfalls können wir damit wunderbar Deckel aufmachen. Und zwar greifen wir hiermit in die Deckel rein. Und ziehen hoch. Okay, jetzt erstmal von nahen. So sieht er aus. Könnt ihr das gut erkennen? So, ne? Kann man auch nicht. Nebenbei gemerkt, so sahen früher die Gerätehäuser aus. Das ist schon fast die Rundumsicht, die waren halt echt klein. Ne? Nur, dass ihr wisst, das war mal ein Gerätehaus.